Obwohl es für die Betreiber nicht immer leicht war, hat das Freizeitbad Galaxy in Vinzala das vergangene Jahr gut überstanden. Auch die Geschäftsführerin der Jena Bäder und Freizeit GmbH, Susanne Zetzmann, zog heute insgesamt eine zufriedenstellende Bilanz. So konnte trotz Corona-Pandemie und Energiekrise eine Schließung verhindert werden. In Zeiten massiv gestiegener Energiepreise bekamen Themen wie Nachhaltigkeit und Energiesparen bei den Betreibern einen ganz neuen Stellenwert. Wir Bäder müssen einfach auch an uns arbeiten und dort uns neu aufstellen. Und das ist auch das ganz große Ziel, mit den Bädern nachhaltiger zu werden, weniger Energie zu verbrauchen. Für das Galaxy wird das das ganz große Thema im Umbau sein, dort einfach energetisch auf ganz neue Füße zu stellen, alternative Versorgungsanlagen zu bauen, aber auch die Rutschen, die energetisch komplett verschissen sind, zu erneuern, zu dämmen. Und dort ganz anders sich im Prinzip aufzustellen, aber auch beim Thema Nachhaltigkeit trifft es auch so Themen wie Plaste in den Bädern. Das muss weg und das soll auch weg. Wir wollen dort einfach im Gesamten ein neues Konzept aufstellen. Auch für das Jahr 2023 haben sich die Verantwortlichen der Jenaer Bäder jede Menge für die kleinen und großen Badegäste ausgedacht. So können Kinder ihren Geburtstag künftig im Galaxy mit einem Dschungelmotto feiern. Der passende Geburtstagsthron steht schon bereit. Aber auch sonst haben die Betreiber sich für die Badesaison viel vorgenommen. Das Wichtigste natürlich für viele Jenaer Bürger ist die Eröffnung der neuen Sportschirmhalle. Für Jena, darauf warten, glaube ich, alle Nutzer ganz, ganz dringend. Und das wird im Sommer perspektivisch auch so sein, dass wir dort quasi die Halle eröffnen können. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Ein zweites wichtiges Thema für viele Bürgerinnen sind natürlich unsere Freibäder. Da sehen wir uns schon drauf hin. Und aktuell suchen wir nach einem Sponsor, der uns unterstützt, das kostenfreie Ticket für Kinder in den Freibädern anzubieten. Wer da Interesse hat, kann sich gern bei uns melden. Und dann natürlich das neue Konzept für das Galaxy, was spätestens im Herbst feststehen soll und was wir dann dort im Prinzip auch umsetzen wollen. Die Verantwortlichen hoffen, dass die Besucherzahlen wieder auf das Vor-Corona-Niveau ansteigen. Wer es jetzt kaum noch erwarten kann, ins kühle Nass zu springen, der findet unter www.jena-bäder.de alle Informationen zu den Bädern, den Öffnungszeiten und den Preisen.